Im Kern besagen die Vorwürfe, mit denen Sie jetzt konfrontiert sind, nichts anderes, als dass der zweithöchste Mann im Staat, als dass der zweithöchste Mann der Republik genau im Verdacht steht, die Institutionen eben dieses Staates, eben dieser Republik zur Durchsetzung von parteipolitischen Machtinteressen seiner eigenen Partei, der Österreichischen Volkspartei, zu missbrauchen beziehungsweise den Auftrag zu diesem Missbrauch gegeben zu haben. In drei Worten heißt das Anstiftung zum Amtsmissbrauch. Und was vielleicht in der Debatte bisher noch ein wenig zu wenig berücksichtigt worden ist, dass wir dabei von einer Phase reden, wo der Mann, der im Verdacht steht, das getan zu haben, der Chef des Sicherheitsapparates in Österreich gewesen ist. Das wollen wir ja mal nicht vergessen, dass Sie, bevor Sie Nationalratspräsident geworden sind, als Innenminister der oberste Chef über alle Ermittlungsbehörden, über das gesamte Personal und über alle technischen Möglichkeiten in diesem Apparat gewesen sind. Die Vorwürfe, die gegen Sie erhoben werden, Herr Präsident, die wiegen umso schwerer. Warum? Weil die Person, die Sie erhebt, oder besser gesagt, die Sie erhoben hat und die von dem enormen Druck berichtet, unter der sie gestanden ist aufgrund der permanenten Einflussnahme von Seiten der Österreichischen Volkspartei, weil das kein anonymer Unbekannter ist, weil das kein Nobody ist, weil das nicht irgendwo ein Unterläufer ist, sondern weil der verstorbene Christian Bilnacek ein Schlüsselspieler der Österreichischen Volkspartei in diesem System selbst gewesen ist. Das ist die exakte Definition. Ein Schlüsselsteller, ein Schlüsselspieler in der, ja, nennen wir es, in der ÖVP-Aufstellung dieser Republik. Und die ÖVP hat ihn in der Justiz gehalten und mit wichtigen Personen, mit wichtigen Positionen bedacht und mit ganz zentralen Aufgaben betraut. Was dem Präsidenten des ersten Nationalrats hier ganz prominent vorgeworfen wird, ist eigentlich nichts anderes, als den tiefen Staat zu betreiben, als den tiefen Staat auszubauen und voranzutreiben in diesem Österreich unter Ausnutzung der parteipolitischen Netzwerke der Österreichischen Volkspartei in ihrem ressortübergreifenden Zusammenhang. Das ist der Vorwurf, der im Raum steht. So viel zum Thema staatspolitische Verantwortung der Österreichischen Volkspartei. So viel zum Thema, wer ist das Sicherheitsrisiko in dieser Republik? Und meine Damen und Herren, ich weiß schon, Sie wollen das alles aussitzen. Das kennen wir schon. Sie wollen weiter so tun, als wäre nichts gewesen. Sie sitzen weiter dort oben wie die Unschuld vom Lande. Und die eigene Partei, Ihre Partei, die Österreichische Volkspartei, die will das einfach wegwischen und die will den Präsidenten, der mit diesen Vorwürfen konfrontiert ist, umgekehrt als Opfer darstellen, als Opfer einer bösen Intrige. Und das Ganze, und das hat ja Österreich nicht vergessen, was Sie hier machen, in einer unglaublichen Perversion Ihrer eigenen Maßstäbe, die Sie in der Reaktion auf das Ibiza-Video zur Anwendung gebracht haben. Wir haben ja alle in Erinnerung, was es damals an empörten Reaktionen von Seiten der Volkspartei gegeben hat. Unglaubliche moralische Entrüstung, ja. Eine unglaubliche Empörung und letztendlich sogar politische Reaktionen mit einer ganzen Welle von Rücktritten bis hin zur Sprengung einer Regierung. Und diese jetzige Totalverdrehung ist so heuchlerisch, das muss ich Ihnen wirklich sagen, die Totalverdrehung Ihrer eigenen Maßstäbe ist so heuchlerisch, dass es beim Zuhören und beim Zuschauen wehtut, dass man sich für Sie fremdgenieren muss. Sie sind jetzt gefordert, die Zwischenrufer der ÖVP sind jetzt gefordert, weil dem Mann dort oben im Vorsitz offenbar der Horizont und der Anstand fehlt, selbst zu erkennen, was in dieser Situation notwendig wäre. Ich bin ja fast versucht zu sagen, im Vergleich zu Ihnen, war Strache ja ein Ehrenmann. Der hat ja wenigstens noch gewusst, was zu tun ist, als er mit Vorwürfen konfrontiert gewesen ist. Im Namen der Österreichischen Volkspartei, Herr Nationalratspräsident,
Im Namen der Freiheitlichen Partei spreche ich Ihnen von der Volkspartei, als Präsident der Volkspartei, die offenbar nicht bereit ist, Sie hier von diesem Sitz auch abzuberufen, ganz offiziell das Misstrauen aus. Ich tue das ganz bewusst hier an dieser Stelle, weil es keine andere Möglichkeit gibt, das zu tun. Sie sind nicht unser Präsident. Und ich kann nur an alle anderen Fraktionen hier in diesem Haus appellieren, es uns auch gleich zu tun. Es braucht einen Cordon sanitaire gegen einen Präsidenten, der offenbar nicht nur die eigene Partei, sondern auch dieses Hohe Haus und mit dem Hohen Haus auch die Republik in Geiselhaft genommen hat. Das ist ja das Gesamtergebnis dieser ungustiösen Konstellation. Und darüber hinaus appelliere ich von dieser Stelle auch an den Herrn Bundespräsidenten, sein Schweigen jetzt zu beenden und dazu Stellung zu nehmen. Wie er denn diese Vorwürfe kommentiert, es geht immerhin um denjenigen Mann, der nach ihm die zweitmächtigste Position in diesem Land innehat. Also, ich stelle noch einmal den Antrag auf die zeitnahe Durchführung einer Sonderpräsidiale, um uns mit all diesen Dingen inhaltlich auseinanderzusetzen.